Ihr wollt wissen, warum hier ein Band nach unten geht? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich habe mir gedacht, ich schmeiß alles weg und wir fangen nochmal von vorne an. Ist natürlich ein Spaß. Ich habe einfach nur schon mal, damit ihr euch das nicht antun müsst, wie ich hier, keine Ahnung, 700, 800 Fundamente setze, habe ich einfach schon mal die nächste Etage oben drauf gesetzt, nachdem ich da vorne ein bisschen mit dem Bahnhof umgespielt habe. Das Tor gefällt mir noch nicht, da weiß ich aber auch nicht, wie ich richtig rangehen soll, weil der Zug glitscht halt da so ein bisschen durch. Oder, ja. Da hinten die ganzen Raffinerien habe ich angeschlossen, der ganze Spaß läuft jetzt, ich glaube, mehr oder weniger schlecht. Ich habe noch ein paar Schredder da vorne hingebaut, damit die im Moment ja, so ein bisschen das Zeug, was da rauskommt und überflüssig ist, wegschreddern. Das heißt, das da hinten läuft alles jetzt sauber durch. Und die nächste Runde bedeutet, wir müssen ein bisschen was hier oben machen. Und so habe ich mir überlegt. Mit Glück komme ich hier rauf, habe ich mir überlegt, wenn ich hier vorne bin. Seht, ich habe hier schon mal so einen Lift hingesetzt, der dort rüber geht. Und zwar da dran. Das heißt, hier kommt unser Endprodukt raus. Oder rein. Ich muss jetzt aussuchen. Dementsprechend würde ich hier in dem Bereich, ich glaube, ist mal so ausgerichtet, also links, mit, was sind es? 14 Assemblern anfangen. Und ja, da hinten geht's los, wird es dann losgehen mit den ganzen, wie heißt das Zeug hier? Aluminium. Also mit dem Aluminium Barren, die dann erst mal gemacht werden müssen aus dem Schrott. Mein Plan wäre heute 6 Schmelzöfen zu bauen. Insgesamt 20 von den Assemblern. Und jetzt muss ich gucken, da 4, da 5, also 9 von den schreiben wir uns doch direkt eben auf. Von den Manufaktoren. Also, wir haben gesagt, Schmelzöfen. 6 Stück. Wir wollen Konstruktoren wollen wir gar nicht haben. Wir wollen Assembler 20 haben. Und davon 9. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal eine Runde einkaufen. Das Anschließen und Verbinden mache ich dann wieder offscreen. Ui, das war knapp. Was wollen wir denn? Wir brauchen als erstes mal die Eisenplatten. Als erstes müssen wir mal den ganzen Beton loswerden, den wir jetzt nicht mehr brauchen. Wobei, ich will nicht alles loswerden. Ich nehme mir mal so eine komplette Reihe mit. Ne? Eine Kleinstadt dabei zu haben, ist immer eine gute Idee. Und ich glaube, brauchen wir die? Nein. Die können auch weg, die Sachen. Bam. Okay. Hier rauf und dann geht's los. Damit haben wir die schon mal drin. Als nächstes brauchen wir Kabel. Nehmen wir ein bisschen mehr mit. Kann man immer brauchen. Okay. Dann brauchen wir die schweren modularen Rahmen. Auch das Thema ist schnell durch. Wir brauchen satte 3 hiervon. Und wir brauchen Motoren. Die waren, verdammt, hier. Bom. Damit haben wir schon alles, was wir heute bearbeiten wollen. Da vorne komme ich nicht hoch, ich muss wieder dahin. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Übrigens, die Höhe für die Dinger ist ungefähr, ich sag mal, 9,5 Fundamente. Wenn ich den jetzt nicht hätte, würde ich genau hier an dieser Kante hängen. Das ist ein bisschen nervig. Okay, wir fangen mit den Fabrikatoren.
Ich würde gerne. Wir sind hier mittig, glaube ich, auf. Ja, mittig auf dem. Das heißt, ich würde gerne hier anfangen. Und zwar so. Da habe ich gesagt, brauche ich 14 Stück. Machen wir jetzt einfach so lange, bis da vorne nur noch 6 stehen. Und der Kollege. Und den hier hinten, den müssen wir auch untertakten. Wir möchten dort das zusammenbauen. Okay. Dann kopieren wir uns die Einstellung und dann gehen wir hier hin und sagen, mach bitte nur 33,33%. So, 0,25. Wahnsinn. Und den Rest legen wir einfach dann schon mal hier ein. Und wir tun jetzt einfach so, als wäre ich nicht so dämlich, wie ich bin, ne? Ich drehe die jetzt noch mal eben. Na? Ich mache das bloß ohne euch, okay? Da bin ich wieder. So, wir packen jetzt hier die Rezepte rein. Ich habe die noch mal umgedreht, damit der Ausgang auch auf der richtigen Seite ist. Weil sonst bringt mir das gar nichts, dass es so rumsteht. Im Gegenteil, das macht es nur schlimmer. Ich mag das Spiel aber auch Buckler drauf. Das ist nicht mehr normal. So, drin ist das schon mal. Den letzten habe ich auch wieder auf 0,2% gesetzt. Und ja, letztendlich, das wird hier ein leichtes Spiel. Ne? Einfach Fusionatoren in die Richtung. Dort den Kollegen drauf in die Richtung. Wand dazwischen. Wand da dran. Das einmal durchziehen bis hinten. Wie gesagt, das mache ich ohne euch. Dann haben wir das. Okay, die Seite wäre damit für mich erstmal abgeschlossen. Zumindest so halb gedanklich. Jetzt müssen wir das ganze Stück bis da drüben hin. Dam-di-dam-di-dam. Ist ja gar nicht so. Hier runter. Da kommt der Aluschrott raus. Und das Silikat. Das möchte ich jetzt gerne haben. Na, Silikat kommt, glaube ich, nur aus einem raus. Brauche ich oben. Mhm. Und da haben wir den einen gemeinsam. Das ist doch super. Dann machen wir das nämlich so. Wir lassen das. Oh. Ah, nee, das kommt aus zweien raus. Das macht's noch besser. Ich kann das nämlich dann da anschließen. Das heißt, ich habe einen gemeinsamen Punkt. Hier hin. Welche Höhe ist denn das? Oh, schön Mitte. Mitte ist super. Mitte gefällt mir. Weil dann gehen wir nämlich hin. Und setzen hier Mitte. Hier Mitte? Wie sieht das hier aus? Ist das hier auch Mitte? Oh, hier ist auch Mitte. Wunderbar. Oh, der Rattenhaft. Diese. Was ist das? Tatsache. Dann steht das nämlich genau wie das da. Das ist schön. Wir machen uns jetzt den Kollegen hier hin, den wir aber als Eingang haben wollen. Da ebenfalls. So. Das heißt, es geht da hinten hoch, hier an die Decke
fertig. Du. Nein, nicht du. Hast schon genug angeschlossen. Habt ihr eigentlich mitgekriegt? Am Dienstag, kommende Woche, 13. Und Update 8 in den Experimental. Das heißt, ich werde meine Aufnahmen so planen, dass ich am Mittwoch bereits auf Update 8 bin im Experimental hier. Ich bin ja immer noch im Experimental-Bild schon die ganze Zeit. Das heißt, automatisch bin ich da drauf. Und wir können uns das dann direkt gemeinsam angucken. Das wird dann wieder so ein bisschen eine andere Folge. Wir gucken erstmal, was gibt es Neues, was haben wir zu tun. Können wir meinetwegen hierhin Powerlines anders legen, weil im Moment sind die ja da irgendwie lang. Ich würde zum Beispiel nach der unserer Bahn gehen. Vielleicht kann man die in die Mitte setzen. Ich weiß noch nicht, wie groß das Fundament davon ist und. Weil dann hätte man, sieht das so ein bisschen sogar nach Oberleitung aus. Vielleicht. Also die Folge wird sich dann weniger hier um unsere Fabrik handeln, drehen, als um Update 8. So. Schmelzöfen. Damit fangen wir jetzt an. Ja. Gegen dort, gegen raus. Jetzt gucken wir einmal. Möchte das dann schon hier passend haben? Es geht da raus. Logistik mache ich hier auf dem, dann kommen die dahin. Lege ich die? Wie setze ich die Kollegen? Mache ich sie wirklich ein pro oder ziehe ich sie einfach eng zusammen? Also so schon mal. Mache ich die jetzt so eng oder gehe ich auf... Ey, ich habe überall die Maschinen immer direkt aneinander. Nein. Nee. Das ist so. Ja, das ist besser. Hier kommen die Splitter hin. Da gehst du rein. Du musst gedreht werden. Stellt sich mir die Frage, gehe ich jetzt hin, hol das Zeug nach oben und schredder dann das, was da rauskommt? Um das eben zu machen? Ich glaube, könnte man machen. Unten habe ich einen Fusionator. Vielleicht kann ich... Oh, das prüfen wir jetzt mal eben. Wäre ja dann auf der Höhe. So, würde ich hier schon mal da rein. Da rein. Müssen wir gucken, einen müssen wir wieder untertakten. Dann nehmen wir den letzten für. Du machst das hier. Das kopieren wir schon mal. Und du gibst mir 83,3. 25. Okay. Okay. Dahin. Dahin. Das ist, glaube ich, dann schon mal eine ganz gute Idee. So. Den Splitter. Den Fusionator. Dann Fusionator. Wie setzen wir ihn? Wir setzen ihn, dass der hier so groß geht. Und hoffen, dass wir dann unten halbwegs gut ankommen. Wir können ja gleich einmal lünkern.
erstmal. Du da rein. Warum habe ich den denn da hingestellt? Das ergibt doch gar keinen Sinn, was ich hier mache. Du weg. So hätte ich dich gerne. Und ich hätte dich gerne so. Habe ich ja richtig gut aufgepasst. Egal. Macht nichts. Kriegen wir alles hin. Du bist. Okay. 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 Ich muss sowieso Aluminiumplatten holen. Dann kann ich auch unten einmal gucken. Wobei. Dafür setzen wir aber erstmal. Setzen wir mal direkt da dran. Dann kann man das halbwegs rausfinden. Hier rüber. So, das Türmchen. Jetzt sollten wir hier unten hin. Den da weg. Dann setz ihn dorthin. Und sollte das doch fast funktionieren. Okay. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, ist relativ. Ne? Also wir müssen dich da wegnehmen. Dann kommst du mit. Ach, da auch. Nee, komm, sieht ein bisschen seltsam aus, ist ja nur temporär. Dann gehst du dort rein. So, einmal nach da vorne. Wir nehmen uns direkt mal hier von Paul hin. Er kommt mit. Geht. Oh, die Nummer 3. Du gehst hier hin. Da dran. Hierfür kommt ein neuer. Er geht dorthin und geht da lang. Okay. Das läuft. Hier fehlen noch Bänder. Dafür haben wir gerade den Spaß geholt. Davor geht der Spaß darunter. Ist jetzt ein bisschen weit darüber, aber komm, das soll erstmal weggehen. Grund, warum ich die Schredder, ist relativ einfach. Ich brauche noch die Kupfer-Geschichten, um daraus wirklich die Aluminium-Sheets zu machen. Also genau die Teile hier, mit denen ich die Bänder ziehe. Das habe ich da vorne irgendwo, das muss ich dann noch hochbringen. Da weiß ich aber gerade nicht genau, wo es hängt. Deswegen würde ich jetzt hingehen, in diese Richtung weiterbauen. Baue ich in diese Richtung weiter oder baue ich jetzt wieder quer? Ich glaube, ich baue jetzt wieder quer. Ja. Weil die sind die nächsten in der Reihe. Nee. Da. Wir brauchen mal die 6 Fabrikatoren. Setze ich das jetzt so, dass das quasi mit den Kollegen hier passt?
mal eben gucken bei meinen Manifolds. Der hier. Hier rumlaufen die Sachen. Okay. Der untere geht dann wieder raus. Verstehe. Das wollen wir nicht weghaben. Nein. Nein. So. Wir setzen dich dahin. Nein, wir setzen dich. Wir setzen dich dahin. Dann haben wir genug Platz. So. Zack. Zack. Nämlich so rumdrehen und hier hinsetzen. Jetzt macht es gleich noch Ding und Plop, ne? Jetzt wieder unten Strom kriege. Okay. So. Sehr gut. Na, dann können die hier schön reinkommen. Das funktioniert. Das wird nicht funktionieren. Dafür brauchen wir wieder einen Lift. Da oben kommt unser Kupfer rein. Wäre jetzt natürlich auch noch eine Möglichkeit, eben hinzugehen, das Zeug hier unten schon mal langlaufen zu lassen und dann da vorne rein. Weil dann ist der Anschluss eigentlich schon mal gewährleistet. Das ist so eine gute Idee. Warum wir uns da nämlich am Ende nicht mehr drum kümmern, sondern nur noch hinten den letzten wegnehmen. Und dann ist gut. So, du kommst mit mir um die Ecke. Ist ziemlich genau. Moment, hier wäre die Höhe. Ich glaube, so sieht das noch vernünftig aus. Passt. Ein weiter jetzt musst. Egal. Ist eh nur temporär. Dich abreißen, dich abreißen. Da rein, da rein. So, das geht schon mal zu denen runter. Genau. Und dann kommt's. Und der ganze Rest kommt hier hinten. Hier kommt rein. Das Zeug. Einstellung kopieren. Einfügen, 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 einfügen und einfügen. Praktischerweise bist du hier hinten auch bei 25 Teilen.
Wunderbar. Dann heißt es eigentlich nur noch Strom dran. Was, glaube ich, gar keine schlechte Idee wäre, weil dann können die schon mal füllen. Wir haben wieder 6 Stück. Wir machen also den gleichen Spaß hier. Vor den dritten kommt dieser Strommast. Mich genau dazwischen. Kann ich auch da hinsetzen. Dann gehst du da dran. Da dran. Einer kommt hier rüber. Dann dorthin. Ich den noch dran. Fertig. Du kommst mit. Gehst hier. Du kommst Strom von da. Das heißt, das Zeug läuft jetzt sauber da rein. Jetzt kommt von Zeit und Zeit mal wieder einer hinten durch. Der Rest geht erstmal in die Maschinen, bis die mit ihren 100, 200 voll sind. Ich weiß nicht, wie groß da die Stapel sind. Die können wir da reinlegen. So, dann warten die nur noch aufs Kupfer. Schön. Damit hätten wir den Spaß doch auch schon mal. Nächster Punkt. Der wiederum die genau die Sachen braucht. Setzen wir jetzt da so hin. Wir haben hier massig Platz, wir können noch nach oben gehen, also alles kein Problem. Produktion. Wir brauchen 4 von denen, die in diese Richtung rausgehen sollen. Ich würde sagen. Moment. Wir stellen uns mal hier oben drauf. Das ist 1, 2. Wenn ich 3 dazwischen freilasse, ist doch super. Stellen wir das so hin. So ist super. Die Kollegen benutzen jetzt das Alternativrezept klassische Batterien. Das Schöne daran ist, die brauchen den Schwefel, den wir bekommen haben. Der ist natürlich ganz am anderen Ende. Einstellung kopieren. Der ist ja da hinten. Das heißt, den müssen wir jetzt irgendwie hier entlang. Ich würde den dann unter der Decke langlegen, bis hier vorne hoch gut ist. Haben wir den dran. Gleichzeitig kommen die Sachen, die darin sind, hier rüber. Glaube auch ausschließlich, ja. So, da rein, da rein. Und da rein. Das andere sind Produkte, die wir alle noch herstellen müssen. Was dann im weiteren Bereich hier gemacht wird. Ist doch auch super. Der letzte bekommt ein Drittel, also 10. Wunderbar. Das heißt, bei wir machen 100 Batterien. Jo, passt. Okay, da mache ich mir jetzt nicht die Gedanken, dass wir das hier rüberkriegen, weil funktioniert eh noch nicht. Sehr schön. Wir gehen weiter. Von da aus, ich lasse wieder 3 frei. Oder setze ich jetzt die letzten 5 näher da dran. Weil das ist doch jetzt schon ein ganz schönes Stück. Ich würde sagen, die kommen da drüben hin. Und da hier nur 2 Sachen. Ja, machen wir hier 2 zwischen frei. Stellen wir uns mal. Ich habe hier ein bisschen Strom. Das ist sehr gut. Stellen wir uns hier oben drauf. Das ist da, da. Das heißt, da kommen die hin. Darüber, genau. So möchte ich dich haben. 1, 2, 3. Jetzt wird es schwierig. Ups, jetzt falle ich.
Hier. Einen noch. Wunderbar. Du hier hin. Du erzeugst mir Alternate Superstate Computer. Supraleitercomputer sind es. Okay. Das kopieren wir schon mal. Und du hättest gerne. Sollen insgesamt 10 pro Minute rausgehen. Mal 2,4 wären 4,6. Das heißt, 0,6 müssen hier rauskommen. Gucken wir mal, ob das 16, knack sind. 0,4. Ja, passt. Gut geraten. Okay. Jetzt ist mein Gedanke, dass wir uns von den Sachen, die wir hier haben, so ein bisschen zurückarbeiten. Also sprich, wir gehen hier hin mit, genau, das funktioniert ja nicht, den Kollegen. Wir wissen jetzt, wir brauchen hier Computer, wir brauchen das Zeug, wir brauchen Draht. So. Draht brauchen wir, glaube ich, auch von denen. Das ist halt die Frage, an welcher Stelle ich den Einstieg mache. Was wir definitiv hier hinten brauchen, was auch gar nicht so doof ist, wir brauchen unser Kupfer hier. Wir brauchen hier auch gar nicht so viel Kupferbarren, wenn ich das richtig sehe, 58,333. 58, ne, für die hier. Also 10 sind es 58,333. Kommst du? So, wir stellen her 750. Das heißt, wir können das auch alles schön auf ein Band legen, dass hier reinkommt, hier oben, beziehungsweise dann so. Unser Kupferband geht nämlich direkt hier drauf. Wir können also unser Kupferband, also Kupfer hier rein, da drauf, die Barren, dann läuft das direkt durch und wir können sie durchlaufen lassen und hinten dran kommt die Drahtproduktion. Weil praktischerweise brauchen wir, glaube ich, hierfür Draht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Draht. Wir brauchen dort Draht. Okay, der Versatz ist mir egal. Ja, macht doch Sinn hier. Ist die Frage, ob wir den Draht vielleicht hier zwischenbauen. Das heißt, dann muss der einmal hier rum und einmal da hinten rum. Wir können ihn natürlich auch da bauen, hier reinleiten. Dann ein Band hier an der Seite entlang darüber. Je nachdem, wie viel Draht produzieren wir überhaupt. Wire. Insgesamt. Wir brauchen sowieso mehrere Bänder für den Draht. Bitte, was produzieren wir? Bitte, wie viele Konstruktoren brauche ich dafür? Ich brauche mein Kupfer gar nicht für. Mein Kupfer geht übrigens in die Turbodrahtproduktion, nicht in die Drahtproduktion. Da geht nicht mein Eisen rein. Okay, Leute, ich vermute mal, dass ich bis Montag mir die Zeit genommen haben werde und eine Menge Konstruktoren aufgebaut habe. Und da werde ich mir vorher noch einen Blueprint machen. Wir könnten für Montag einen Blueprint zusammen machen und dann anfangen, die Konstruktoren aufzustellen, weil wir brauchen nur eben 375 Stück davon. Kleinigkeit.
Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Ja, das goldene Auto habe ich noch nicht vergessen. Machen wir noch. Und damit, achtet gut, Käffchen.